Leseratten und willkommen zu den Neuzugängen. Willkommen zu den Neuzugängen. Und willkommen zu den Neuzugängen. Hallo Leseratten, ich möchte euch heute meine Neuzugänge für Mai 2022 zeigen. Es ist wieder ein kleiner, größerer Stapel geworden. Mehr als ich eigentlich wollte. Und von daher fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Das erste Buch fühlt sich wieder mal so richtig eklig an. Das ist Blutnebel von Thomas Enger und Jörn Lier Horst. Von Thomas Enger habe ich bereits ein Buch, was ich schon halb gelesen habe, aber noch nicht komplett beendet. Ja, auch blöd, aber gut. Wir werden sehen. Das sind übrigens die ersten vier Bücher, ja. Hat Daniel einen Einkaufswagen geschmuggelt. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Dann habe ich hier Band XY, wo es 30, glaube ich, ist es. Ich bin mir nicht sicher, jetzt in der Infobox, welcher Band es ist. Von J.D. Robb alias Nora Roberts. Und zwar Böse, das Böse im Herzen aus dieser Eve Dallas-Reihe. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß auch bei allem nicht, worum es geht. Außer beim nächsten. Und zwar ist das eigentlich, überall steht es als Band 21, aber eigentlich ist es die Vorgeschichte. Und zwar von Julia Durand, die junge Jägerin von Reas Franz bzw. Daniel Holbe. Denn es beginnt hier quasi. Es ist einfach, normalerweise ist Julia Durand ja in Frankfurt unterwegs und hier ist sie in München unterwegs und ist halt wirklich noch in den 90ern, wo es hier spielt. Und eigentlich vor allen anderen Bänden. Deswegen bei 21 ist vielleicht ein bisschen falsch. Man hätte das als Vorgeschichte deklarieren sollen. Wäre besser gewesen. Weil hier steht auch hinten drauf, Julia Durands allererster Fall, wie alles begann. So. Dann haben wir noch ein Buch, wo ich nicht weiß, ob das wirklich bleiben wird oder nicht. Weil ich mit dem Thema, glaube ich, nicht so gut klarkomme. Wir werden sie beim Lesen, beim Anlesen, wie auch immer. Und zwar Klima, deine Zeit läuft ab. Ich finde das ja ein bisschen gruselig. Von David Klaas, oder David Klaas, ich weiß gar nicht, Deutsch, Englisch. Wird wohl New York, okay, ja, also David Klaas. Wie schreibt man denn Klaas auf Englisch aus? Ist ja egal. Genau, ich habe sonst noch keine Ahnung, worum es geht, außer dem Titel her, dass es irgendwas mit Klima zu tun haben soll, aber wie gesagt, man, ich finde übrigens das ziemlich gut gemacht mit dem Thermometer als I. Dann ein Buch, was kein Subbuch ist, weil ich es vor ein paar Jahren bereits als E-Book gelesen habe. Und endlich gibt es dazu auch eine Print-Ausgabe. Diese Schmuckausgabe, die ich jetzt habe, gibt es nur noch, eventuell noch vereinzelt oder gar nicht mehr. Ich weiß es nicht, auch nur über den Verlag. Aber es gibt diese Ausgabe auch als Paperback. Aber ich wollte unbedingt diese Schmuckausgabe haben, weil ich dieses Buch so toll fand und gleichzeitig auch sehr zerstörend fand. Aber okay, es ist Monstermagie von Lisa Rosenbecker. Und hallo, können wir mal darüber sprechen, dass es einen wunderschönen Buchschnitt hat und generell toll aussieht. Also mit dem Cover bin ich nicht 100% zufrieden, also mit der Troller zu vorne jedenfalls. Aber ich war bei dem E-Book-Cover, habe ich auch gesagt, das Cover spricht mich da so gar nicht an. Aber der Inhalt, Leute, der Inhalt ist der absolute Hammer. Wie hat sie gesagt, und das war der ausschlaggebende Grund, warum ich es dann gelesen habe, wer Literso mag, wird auch dieses Buch mögen. Es ist kriminalistisch, es ist fantastisch. Diese Monsterchen hier drauf, die sind ganz eigen. Die haben alle ihre kleinen Fehlerchen. Und gerade das macht sie aber so besonders. Und ja, einfach nur großartig. Und wahnsinnig traurig und zerstörend am Ende, muss ich mal sagen. So, dann haben wir ein E-Book. Ich habe extra ein Klebchen hingemacht, damit ich es nicht vergesse. Das einzige E-Book mal wieder in dieser ganzen Konstellation. Und zwar Herzklopfen im Gutshof von Dolores May. Das ist der dritte Band der Verliebt im Gutshof-Reihe. Man kann sie aber unabhängig voneinander lesen. Steht auch im Klapptext drin. Von daher, ja, funktioniert gut. Natürlich wird mal ein bisschen für andere Paarungen ein bisschen gespoilert. Aber ich finde, es geht und man kann es gut einzeln lesen. Somit habe ich auch schon gespoilert, dass ich es gelesen habe. Naja, egal.
Ihr habt es, glaube ich, eh schon gesehen in den Vlogs, also von daher ist es gar nicht so spoilerisch. Genau, das habe ich von dem Verlag geschenkt bekommen. Also ich habe mir einen Gutscheincode geben lassen. Also man konnte sich einen Gutscheincode anfordern. Ich habe gesagt, ja, guck mal her. Die machen das immer wieder mal. Und von daher habe ich dann gesagt, das möchte ich gerne haben, weil ich habe mir gedacht, wow, Pferdebuch für Erwachsene. Das war so mein erster Gedanke mit Liebesgeschichte. Und, aber vor allem Pferdebuch für Erwachsene und vor allem mit einer Friesenstute. Ich liebe Friesen, also die Pferde, die schönen schwarzen Pferde. Ja. Von daher musste ich dieses Buch haben. Und jetzt muss ich... Egal. Jetzt muss ich aufhören zu spoilern und weitermachen. So, dann habe ich... Fake. Und... Nein, wer sollte jetzt noch glauben von Arno Strobel? Ich habe das beim Marktkauf gesehen und dachte so... Oh, bei Arno Strobel kann ich einfach nicht widerstehen. Der muss es mit. Also musste Fake mit. Ja. Das ging nicht anders. Manche Autoren, ne, da ist halt einfach so, ich muss das mitnehmen. Klappt nicht. So, dann habe ich noch ein Buch aus der Bücherzelle, beziehungsweise Daniel hat mir ein Buch aus der Bücherzelle ausgesucht, wo ich auch dachte so, okay, naja, mal sehen. Wanderer zwischen den Zeiten von Christopher Zimmer. Ein Fantasybuch, ein Jugendfantasybuch. Ja, ich würde sagen, prädestiniert für ein Wochenendbuch. Genau, das waren jetzt eigentlich 8 Neuzugänge, aber wegen Monster Magie, weil es kein Subbuch ist, sind es nur 7. Also immer noch unter 10, immer noch zufrieden. Auch wenn es jetzt wirklich... Ja, es dürften wieder weniger werden, glaube ich. Aber okay. Welche Bücher durften denn bei euch im Mai einziehen? Sagt es mir doch gerne. Und habt ihr von den Büchern schon was gelesen? Und wie fandet ihr es? Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.